Facebook-Frage. Ja, eine sehr spaßige Frage hat uns erreicht von Klaus Bartsch, der wissen möchte, haben die Schweizer wirklich Ricola erfunden, Mario? Ricola? Ich hoffe doch, ja. Ich denke schon. So genau weiß ich das gar nicht. Aber ich gehe mal schwer davon aus, ja, wenn man schon so Werbung dafür macht, dass man es dann auch erfunden hat, ja. Ja, und der Klaus bekommt natürlich von uns jetzt eine original unterschriebene Ricola-Tüte zugeschickt. Danke, Klaus, für diese Frage. Und da die Kreativität wieder enorm war, haben wir heute auch wieder eine zweite Facebook-Frage. Die Facebook-Frage. Der Robert Gräbe fragt, ist es als Schweizer nicht ein komisches Gefühl, mit einem Österreicher zusammen in der Innenverteidigung zu spielen? Immerhin verbindet die beiden Länder fußballerisch ja doch eine starke Rivalität. Weiß ich gar nicht, ob uns da eine starke Rivalität verbindet. Österreich und Schweiz sind eigentlich sehr gut befreundet. Wir verstehen uns auch super und ich habe da kein Problem damit. Ja? Nur sein Dialekt ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sonst ist alles in Ordnung. Schön. Ja, und der Robert Gräbe, der bekommt von uns natürlich auch ein verspätetes Nikolausgeschenk, und zwar eine original unterschriebene Toblerone von Mario.